Hallo und willkommen auf unserem Kanal Nerds von Nerf. Auch heute freue ich mich jeden, der wieder eingeschaltet hat. Worum wird es heute gehen? Es geht um diesen High-End Blaster. 2,99 Euro beim Discounter. Und da konnte ich nicht verstehen, den musste ich natürlich mitnehmen. Denn optisch, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt er mir gar nicht so schlecht vom Design her. Also von der Kontur her finde ich ihn gut. Die Farben Rot, Gelb, ein bisschen Schwarz dazwischen finde ich auch ziemlich stylisch. Und für 2,90 Euro, was kann man da schon falsch machen? Ja, nicht so viel. Und wir wollen mal schauen, was er bringt. Und dann wollen wir uns mal Gedanken machen, was können wir an diesem Blaster noch vielleicht noch besser machen. Okay, wir steigen auch gleich ein. Ich habe hier einen kleinen Chronometer habe ich da. Und ich habe mal hier eine Handvoll Darts, verschiedenste Sorten. Nehmen wir jetzt so einen originalen Nerf, fangen wir mal an, ne? Gucken, was er bringt. 11,5 Meter die Sekunde. Das ist gar nicht mal so gut. Ach, nehmen wir mal so ein Doomland Dart. Sekunde. Wir werden besser. Habe ich mir so ein etwas kürzer, so ein Busby-Dart. Ich weiß gar nicht, wo der her ist. Doch, ich glaube Busby. So, mal sehen, wer damit um kann. Gar nicht. Ja, zweite Chance. Nee. Also der wird es nicht werden. Machen wir noch einen hier. Also auch original. Nehmen wir so einen nachgemachten hier. Oh, der bleibt schon mal gar nicht stecken, richtig? Nee, wird schon rausgedrückt. Da sehe ich nicht viel Zukunft. Auch der ist zu dünn. Der wird auch nicht stecken. Die werden schlecht, ist das gar kein Ergebnis. Ja, gut. Also ihr seht schon, der Blaster ist ziemlich wählerisch, was die Darts angeht. 12 Meter und ein bisschen die Sekunde. Nicht der ganz große Wurf. Ne? Also wir haben ja nicht mal 50 FPS erreicht. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir vielleicht doch noch ein bisschen was rausholen können aus dem Blaster. Denn, wie ich eingangs sagte, der gefällt mir irgendwie, ne? Okay. Es ist, wie es ist. Ich habe wieder mal Lust zum Basteln, wenn es euch genauso geht. Kommt dichter und wir legen los. Ihr könnt sehen, die Innereien sind mir gleich entgegengequollen, nachdem ich den Blaster aufgemacht habe. Was bekommen wir also für 2,99 €? Erstmal 8 Schrauben. Schon mal nicht so schlecht. Geht man im Baumarkt Schrauben kaufen. Ne? Ansonsten alles recht trivial. Ne? Das ist hier ein Stück vom Griff. Ein kleiner niedlicher Trigger. Und Plunger und Plunger Tube. Ne? Jetzt der Catch. Okay. Eine niedliche kleine Feder. gut gefetteten Plunger. Wow. Und ja, hier die Innereien dann, ne? Hier der Air Restrictor, ne? Ich würde jedes Mal, ob ich den brauche oder nicht. Eigentlich ja nicht, ne? So, das macht eigentlich auch gar keinen schlechten Eindruck bis hierhin, ne? Tja, die Feder. Die ist schon niedlich, ne? Ist aber gar nicht. Obwohl der Blaster sich relativ gut aufzieht. Die ist gar nicht so schwach, wie man denken sollte, ne? Ich habe schon mal geguckt, was man machen könnte. Ich habe hier noch die Originalfeder von der Sharpfire gefunden. Die ist ein Stück länger. Ob sie unbedingt kräftiger ist, schwer zu sagen. So reinkriege hier, auch schwer zu sagen. Denn prinzipiell, tja, ein bisschen mehr würde gehen, ne? Muss ich ausprobieren, ne? So, ich habe das Innenleben mal rausgenommen. Die Ergebnisse waren wie vorher, ne? Also nicht so spannend gewesen jetzt irgendwie. Keine große Verbesserung, nichts. Also müssen wir uns wohl über dem Plunger hier widmen, ne?
Das ist relativ tuningfreundlich gemacht. Schaut mal. Das ist einfach hier reingeklippt und an einer Schraube gesichert, ne? Das heißt, wir können es einfach rausnehmen und die Originalfeder tauschen, ne? Ich sagte erst, doch gar nicht so schlecht, aber jetzt, wo ich es raus habe, ist schon ziemlich labberig, ne? Einen Versuch habe ich gerade schon durch, und zwar mit der Feder aus der Schabfeier. Ja, die wäre ein bisschen härter gewesen, auch wenn es der Originale ist. Aber ist nachher zusammengestaucht, einfach immer noch 2 cm dick. Und da ging der Blaster nicht mehr spannend, ne? Das war also nichts. Jetzt schauen wir, was wir noch zur Auswahl haben. Ich kann jetzt noch anbieten die Originalfeier aus der Ironfire. Die Originalfeder wäre ein bisschen kleiner, das würde gehen. Und habe ich hier noch 2 liegen, wo wir noch herkommen mögen. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Wahrscheinlich Shure Strike. Auch nicht so der große Gewinn, glaube ich. Oh, die hier wäre schon ein bisschen bissiger. Was ist denn das gewesen? Ich glaube, wir gehen mal mit dieser ins Rennen und schauen mal, was dort so passiert, ne? Ich sagte, draufklippen und dann kann ich in aller Entspanntheit zuschrauben. Sitzt. So, und rein damit. Achso, nee. Vielleicht nehmen wir auch hier die Plunger-Tube mit, ne? Irgendwie auch nicht zweimal auf und zu. Und schon. Na, wir schauen mal. Ich finde, es fühlt sich das Ganze schon extrem trocken an da drinnen jetzt. Catchfeder muss auf jeden Fall mit. Also es baut sich schon schwerer zusammen jetzt auch, ne? So, auf damit dir. Das kommt so rein und ne, so geht's nicht. Also ein bisschen mehr Zug ist auf jeden Fall schon drauf jetzt. So, bis hierhin. Jetzt noch irgendwie ein Deckel drauf, und das Ganze gleich wegspringt. Okay. Bis hierhin auch nicht schlecht. Oh ja. Oh, ich glaube, es lohnt sich ein Test. On. Rein mit dir. Und wo sind wir jetzt? Bei 18 Meter die Sekunde. Ja, vorher hatten wir irgendwie 12 und ein bisschen, jetzt sind wir bei 18. 18 ist gar nicht so schlecht, finde ich. Erstmal. 18. Jetzt habe ich so die ausgelutschten Darts. Oder die nicht kompatiblen Darts, würde ich sagen. Ne? Ja, 10, 14. Das ist alles jetzt nichts. 10. Okay. Ja, also im originalen Nerf-Darts. 18 Meter die Sekunde. Also normaler Auslieferungszustand von Nerf, ne? 50% Leistungssteigerung. Tja, ist die Frage, reicht uns das schon? Also, was ist jetzt passiert? Die Feder ist also getauscht, ne? Bisschen was Kräftigeres. Ich habe ein bisschen experimentiert mit verschiedenen Materialien, und ich habe auch versucht, die Feder noch mal auf Vorsprung zu bringen, ne? Indem ich mal hier noch was zwischengelegt hatte. Aber die Größe der Feder, wenn sie zusammengedrückt ist, ist wirklich schon das Maximum, was in den Blaster reingeht, ne?
Also auf diese Ferse wäre es wirklich limitiert. Es sei denn, wenn eigentlich noch deutlich härter ist. Aber wird es natürlich auch deutlich schwieriger, die ganze Sache zu spannen. Und schaut mal an hier, das ist der Catch. Dem möchte ich auch nicht so viel zutrauen. Ne? Noch hier den kleinen Pusher. Das ist also nicht für die ganz großen Belastungen ausgelegt, die ganze Geschichte. Ne? Ist aber auch nicht so ein Zweck der Übung. Okay, die originale Feder vom Catch ist natürlich auch instant weggesprungen. Ne? Aber ich habe den Ersatzfeder gefunden. Du musst die eben herhalten. So, dann würde ich sagen, versuche ich mal die Geschichte wieder reinzufummeln. Auch hier habe ich ein bisschen experimentiert mit verschiedenen Materialien. Ihr seht ja, das Original Plasterrohr, was da vorne abgeschlossen hat, habe ich weggenommen. Ich hatte auch mit Messing gespielt und jetzt bin ich bei Alu gelandet auf jeden Fall. Ne? Die Leistung ist natürlich auch limitiert, zum einen die Stärke der Feder und zum anderen natürlich auch durch das Volumen der Plunger-Tube hier. Ne? Ihr seht, ich habe den Lauf ein bisschen länger gemacht vorne, dass ein bisschen rausschaut. Fand ich irgendwie, ja, finde ich ganz schick. Ne? Außerdem passt es ganz gut zu der Lampe, die ich unten eingesetzt habe. Schaut mal, das ist also so eine kleine Taschenlampe war das. Da sind über Kontakte drin, haben weggegammelt, habe jetzt zwei Kabel eingelötet. Läuft soweit. Die Taschenlampe war eigentlich gedacht für 3x A-Batterien. Ich habe aber mit meinem Labornetzteil hier ausgemessen, ab 3 Volt funktioniert die Lampe. Und ich habe hier mal besorgt so ein 1-Zellen-Lipo, 3,7 Volt. Das reicht aus, um die Lampe zu betreiben. Ne? Das soll hier reingesetzt werden. Also die Lampe ist schon drinne, eingeklebt. Ich musste ein bisschen schlanker machen. Und auch, man sieht, hier kann man es ganz gut sehen, ein kleines bisschen musste ich von der Shell auch wegnehmen. Ne? Aber nicht viel. Damit passt die Lampe schon ganz gut rein. Mit Heißkleber fixiert. Die Kabel sind auch schon durchgeführt nach hier hinten, weil die Batterien noch hier hinten sitzen. Und habe ich noch so einen kleinen Schalter hier, einen Taster in Gelb gefunden. Der wird nachher hier eingesetzt. Ne? Das machen wir aber später. Ich setze den Blas jetzt einmal zusammen. Lass hinten noch den Griff weg, damit ich hier drin noch arbeiten kann. Ne? Genug Platz haben wir den Blaster. Und rauf damit. Oh, da steckt noch eine Schraube drin, das ist gut. Und erstmal zum Weiterarbeiten fixiere ich den Blaser. Ups. Mal mit 3 Schrauben. So, rein da mit dir. Und ach, hier liegt noch eine rum. Noch einen in den Griff. Ne? Und ihr wisst ja, wie immer, ab und zu mal testen schadet nicht. So, ich mal da, der hier rumliegt. Zack. Gut, funktioniert. Wie viel die Leistung verbessert hat und ob überhaupt Leistung jetzt besser geworden ist, das sehen wir nachher zum Schluss im Fazit. Ne? Jetzt machen wir erstmal weiter, würde ich sagen. Die Kabel habe ich immer so durchgefädelt, dass sie mich im Weg liegen. Und genau. Weil ich hier die Schellen ein bisschen wegschneiden muss, habe ich ein Loch reingesägt hier. Ne? Sieht ein bisschen doof aus, wenn ich den Taster jetzt nur einsetze. Ist halt keine gerade Schelle gewesen, sondern war hier gewölbt. Durch den Seiten natürlich so ein bisschen Luft drin. Das finde ich nicht so schön. Und deswegen habe ich mir überlegt, habe ich so ein kleines Stück Eisenrohr geschnitten. Das würde ich jetzt hier so einkleben im ersten Step. So, sieht ein bisschen schicker aus. Plopp. Wird auch geklebt. Und dann kommt dort der Taster nachher durch und wird auch dann eingeklebt. Ne? Also müssen die Kabel doch wieder beiseite. Schaut her, ich habe es angekündigt. So sieht es erstmal aus. Ne? Ganz einfache Nummer. Zwei Kabel. Schon hinten nochmal rein auf den Taster. Den Taster einfach dazwischen gesetzt. Und weiter zur Batterie. Ne? Batterie wie immer mit meinen Konnektoren, die ich hier nehme, zum Aufstecken. Und mit ein bisschen Glück, wenn den Taster drücken, ja, können wir die Gegner anstrahlen. Ne? Das war die Idee dahinter.
Was ich auch eben gesagt hatte, was ich jetzt umgesetzt habe, ist hier der Taster, wie er eingesetzt ist. Ne? Ihr seht es hier noch, das Eisenrohr, um ein bisschen zu kaschieren, dass ich hier ganz schön viel rausnehmen musste an den Seiten, damit er mit der Taste reinpasst. Ne? Ich finde, es ist eine ganz gute Lösung geworden, bin damit zufrieden. Ich kann nochmal reinschauen hier. Heißkleber, viel hilft viel. Und jetzt muss ich mir natürlich bemühen, das Kabelzeug hier und das, das Lipo-Akku hier drin zu verstecken. Und am besten so, am besten so würde ich sagen, dass auch noch, doch nicht so geräumig, schaut mal, dass noch der Griff drauf passt, ne? Sollte passen. Ja, aber aufmachen muss ich Blaster trotzdem nochmal. Wie seht ihr hier, ich habe eh noch nicht alle Schrauben drin. Acht waren es, fünf liegen noch hier. Also Griff auf, Akku rein. Und dann, schaut mal hier, habe ich auch vorbereitet, habe noch eine Regel gefunden. Was ist das? Ach, schon weg. Die war orange, ist vom letzten Video von der Raven übrig geblieben. Da hatte ich ja eine Picatinny Rail rangesetzt und da ist die Nerf Grill übrig geblieben. Ne? Habe ich ein bisschen ausgespart an den Seiten und dann wird die hier noch oben drauf kommen. Hier ist der kleine Nupsi dazu. Den habe ich orange gelassen. Habe ihn also nicht vergessen, sondern ich habe ihn wirklich so gelassen und dann passt das nachher relativ gut rauf. Ne? Ja, das werde ich auch gleich noch machen. Und dann denke ich mal, können wir mal zum Fazit kommen langsam, würde ich sagen. Reicht dann auch, ne? Okay, hier haben wir eben unser kleines Video begonnen und hier folgt so das Fazit und der Schlusstest zu unserem kleinen Video. Ne? Das ist also unser 2,99 Euro Blaster aus dem Kick. Also, das war er. Und jetzt haben wir ein bisschen was verändert. Ihr habt es ja gesehen, die Feder haben wir stärker wieder reingenommen. Von der Größe schon das Maximum, was ging. Und also die stärkstmögliche Feder, auch die längstmögliche Feder. Und bei den Ergebnissen hätte man nicht vergessen, dass die Plunger Tube recht limitiert ist von der Größe her. Ne? Das heißt, sie hat 2 cm im Durchmesser. Und wenn wir schauen, das sind circa 3 cm, die ich den Blaster aufziehen kann. Ne? Also spannen kann. Und wenn wir das fix durchrechnen, Oberflächeninhalt vom Kreis, 2 cm Durchmesser, ist Pi mal R Quadrat, also 3,14 Quadratzentimeter in der Fläche, ca. 3 cm in der Höhe, sind wir also bei ungefähr 9 Kubikzentimeter Luft. Ja. Das ist nicht viel. 9 Kubikzentimeter, mehr Luft kommt halt nicht raus. Ne? Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Also die Feder ist verstärkt. Der Lauf ist jetzt aus Aluminium. Dadurch kann ich jetzt auch die Darts spielen, die vorher eben nicht so möglich waren. Komm raus, du. Was haben wir noch gemacht? Hier unten war ja der Darthalter. Hier habe ich ihn. Ein 4-fach-Darthalter war hier unten angebaut. Das Problem hierbei war, dass wenn ich die wirklich nutzen wollte und die Darts hier reingezwängt habe, das ist wirklich sehr, sehr klein. Wenn die Darts also hier 5 Minuten drin gesteckt haben, war der Schaumstoff so komprimiert, dass sie auch direkt wieder aus dem Lauf rausgepurzelt sind. Also danach konnte ich die Darts wegschmeißen. Ne? Wir haben also weggenommen und stattdessen hier unten eine Taschenlampe eingebaut. Hier ist der Taster im Griff. Ja, das heißt, wir können unseren Gegner jetzt anstrahlen und wegblasten. Ne? Also kleine Taschenlampe. Zack, zack. Das haben wir auch gemacht. Hier oben drauf habe ich noch eine Rail. Das ist die von der Raven aus unserem letzten Projekt. Habe ich oben eine kleine Rail draufgesetzt, in Gelb. Habe den Gelbton fast getroffen. Ne? Und jetzt habe ich mal so einen Original Dart-Halter hier mal genommen. Ne? Original Nerf. Kann ich also raufklippen und kann jetzt hier meine Darts mitnehmen. Ne?
Durch die Rede kann ich natürlich auch Teile von Thingiverse raufklippen. Hier ist noch ein Fünffachhalter. Ich glaube, die gibt es als mindestens achtfach auch noch. Ne? Kann ich mir auch raufklippen. Das ist passiert. Wer sich jetzt denkt, Mensch, schon ein kleiner Griff, ein kleiner Knopf hier im Griff, kenne ich doch irgendwo her. Klar, Firestrike hat hier unten den kleinen Knopf für den Laserpointer. Und auch der Nachfolger, ich glaube, das war die Volt, ne? Genau. Hatte hier unten dann so einen Schieberegler, ne? Dann war hier auch ein Laserpointer unten drin. Also Laserpointer gab es schon. Und Taschenlampen gab es auf jeden Fall in der N-Strike-Reihe als Zubehör, ne? Okay, hier haben wir sie ganz integriert. Immer mit der Prämisse, der Blaster hat 2,99 € gekostet. Jetzt wollen wir aber schauen, hat denn der ganze Spaß auch leistungsmäßig was gebracht für uns? Wir hatten ja vorher geschossen mit, ich glaube, 11 und 12, bisschen Meter die Sekunde. Also schauen wir mal. Ich fange mal mit so einem Akku-Strike-Dart hier, ne? Gucken wir mal. Meter die Sekunde. Das ist gut. Und dann machen wir weiter mit Elite 2.0. Oh, der rutscht rein. Mal gucken, wie der sich trotzdem noch schlägt. Ah, 12,6. Aber wir sehen, da darf er auch schon ein bisschen abgenudelt. Das geht erstmal auf, ne? Das wird mit reingesaugt nachher, ne? Meter die Sekunde. Also, ihr seht, wenn der Dart nicht so abgespielt ist, der ist auch relativ locker jetzt hier. 17,6. Ja. Und wenn erst am Anfang gesagt, diese Bassbeaters haben nicht so funktioniert. Gucken wir mal, was der jetzt performt. Boah, funktioniert immer noch nicht gut, ne? Also, vielleicht auch abgenudelt der Dart, ne? Gut. Soll reichen beim Schusstest. Also bis 19, Meter in Sekunde. Wenn der Dart noch relativ frisch ist, sind also jetzt drin mit dem Blaster. Das heißt, wir haben hier ca. 50% Leistungssteigerung drin. Und nach Kurstellen brauchen wir jetzt nicht streiten. Ne? Und das ist es. Ja. Habe ich irgendwas vergessen zu erwähnen? Ich glaube nicht. Batterie ist im Griff. Ansonsten gefällt mir die Form immer noch ziemlich gut für den Blaster. Auch die Farbe mit dem Gelb und Rot finde ich ganz, ganz lässig. Ne? Und ihr seht, auch aus dem Discount Blaster kann man einen standardmäßigen Nerf Blaster draus bauen oder modifizieren in die Richtung. Ne? Die originalen Nerfs übrigens kommen auch so zwischen 17 und 19 Millisekunden daher. Ne? Haben wir. Und damit soll es dann auch gewesen sein, dieses kleine Video. Ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und ich hoffe, ihr habt durchgehalten bis hierhin und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder, hoffe ich auf jeden Fall. Ne? Bis dahin, habt Spaß!